Liebe Medienvertreter, liebe Zuschauer auf FCK TV, herzlich willkommen. Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Samstag bei Holstein Kiel. Ich begrüße hier unseren Cheftrainer Norbert Meyer und Stürmer Kasper Pschilko. Vorab noch kurze Information: 1.100 Tickets haben wir bisher für die Partie verkauft. Also wieder eine sehr stattliche Anzahl an FCK-Fans, die uns in den Norden begleiten wird. Schiedsrichter der Partie steht noch nicht fest. Damit sehen wir auch schon alle Informationen vorab abgearbeitet und wir kommen zum Wesentlichen. Norbert, es geht nach Kiel. Wie ist der jetzige Stand im Team? Wer ist einsatzbereit? Wie könnte der Kader theoretisch denn aussehen? Ja, wir müssen noch mal abwarten, weil unsere beiden Stürmer Castanier und Spalves sind ja erst wiedergekommen von ihren Ländermannschaften. Bekanntermaßen sind das ja auch zwei Spieler, die nach langen Verletzungen ja teilweise den Anschluss gefunden haben oder auch noch suchen. Und jetzt müssen wir auch warten, wie die Belastung für die Spieler war. Bei Javain war es ja so, dass er ja gespielt hat gegen Braunschweig und auch 90 Minuten, was wir gar nicht vorhatten. Dann hat er 70 Minuten gegen England gespielt für die holländische U21 und auch noch mal 65 jetzt in Schottland. Da müssen wir sehen, wie er das verarbeitet hat. Werden wir heute mal mit ihm drüber sprechen. Bei Spalvis, der ist auch zweimal eingewechselt worden. Für die litauische Nationalmannschaft leider keine Erfolgserlebnisse gehabt mit der Mannschaft. Ja, Christoph Moritz ist verletzt, wie auch in der letzten Woche. Der wird auch diese Woche ausfallen. Bei Mats Ahlbeck müssen wir schauen. Der hat Adduktorenprobleme. Das werden wir sehen, wie weit sich das dann im Laufe der nächsten zwei Tage dann bessert oder wie der Zustand überhaupt sein wird. Ja, und ansonsten reicht es ja auch. Ja, das reicht. Danke schon mal für die Info. Pritsche, Thema Verletzungen, ist es ein Thema, mit dem du dich leider auskennst. Du warst auch lange Zeit an, konntest du nicht mitwirken. Deswegen sehr schön, dass du wieder hier bist. Noch schöner, dass du auch wieder auf dem Platz stehst. Natürlich die erste Frage an dich. Wie ist es momentan mit deinem körperlichen Zustand? Bist du fit? Wie war das erste Spiel, das Testspiel? Ich mache es kurz und knapp. Ich fühle mich fit. Ich bin bereit und ich habe richtig Bock. Und das ist, was zählt.